Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Witcher 3. Ja, wir sind jetzt hier in Mittelhain bezüglich der Quest der Hexenjagd. Haben wir natürlich noch ein Auftragsboard. Aber wir schauen uns hier erstmal um, beziehungsweise ich guck mal, ob wir jetzt mittlerweile irgendwas Besseres haben, was uns hilft. Bevor ich hier was verkaufe, dann kriege ich nämlich wieder eine auf den Sack. So nach dem Motto, du bist so doof. Das war viel besser als Steins. So, 20, 20, das ist genau dasselbe. Jo. Jetzt bringen sie Eichelmehl und Büschel. So, und hier haben wir Händler. Hier haben wir Kaufmann. Und einen Schmied. Ja, in Mittelhain war ich ja selbst schon. Also... Der war wieder richtig schlau gerade von mir. So, hallo Schmied. Nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du... Wer mit seiner Armbrust, die man anpreisen will. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. So, jetzt machen wir erstmal nackig, was Kohle angeht. Kann sich ja gleich auch noch ein paar... Und verdienen, so ist ja nicht. So, hat er nur noch 134. Hat er irgendwas Sinnvolles zu verkaufen? Nein. Edwin Grillows zweite Karte, erste Karte. Schützen, bla 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 bla. Wir sind Stufe 7. Erzmarkt, Staub, 549. Wir können ja mal gucken, was er so im Handwerk hat, ne? Ich glaube, der hatte eine Brust auf Level 8, war die, ne? Ich glaube, das war so. Was hat denn? Ach, Stufe 9. Eine Pumphose, die sieht lustig aus. Die sieht lustig aus. So. Er hatte, das war nämlich der Panzer hier, ne? Für Stufe 8, genau. 3, Stufe 1. Das ist die Hexe. Ach, das ist der Hexenoberkörper. Den können wir wieder... Ne, können wir nicht, weil wir haben ja... Kermor in der Rüstung haben wir ja nicht mehr. Vale, wo ist? Nö, du. So richtig. Ja, das Schwert halt immer noch, ne? Stahlschwerter, das ist Stufe 30. 7. 5. 27. Mhm. Dann würde ich sagen, 7. Falscher Handwerker. Achso, weil es... Weil ist ja, ne? Ihr wisst Bescheid. Reparieren. Ne, erstmal zerlegen. Jetzt gerade das bessere Schwert zerlegt. Ich hoffe nicht. Wir bauen uns ja eh gleich ein. Die Axt, ich glaube, die Axt möchte ich, aber da gibt es ja kaum was raus, ne? Die können wir auch verkaufen. Ich will nicht mit Axt. Axt fetzt nicht. Geralt ist kein Axttyp. 138. Leder, Lederstücke, Zwirn, Baumwolle. Ach komm. Wir haben uns selbst gebaut. Uns auch zerlegen. Okay. So, dann sind wir nicht mehr überlastet. Alle Dude. Bis dann. Okay, was haben wir jetzt hier? Hier können wir auf jeden Fall einmal müssen wir sowieso mal wieder mit verbessern. Und dann haben wir Tante Emma, die mit uns reden will. Oder wie mit ihr, besser gesagt. Grüne Haare. Hörerin? Nee.
Ich schicke ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Suche die Hexe. Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Hat sich schlimm den Rücken verrenkt. Konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt. Kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen. Haben für einige Tage gereicht. Hey. Wasserratten, lecker. So, wer bist du? Hallo. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexen, Heiler oder weise Frauen gesehen. Wir können wieder beeinflussen. Bist du sicher? Denk nochmal nach. Der Weg zu der Hexe? Ich sag's schon. Kennst du den kleinen Teich vorm Dorf? Von dort führt ein Pfad weg. Folge ihm bis zu einem Felsen. Um den musst du rumgehen und dann in den Wald. Such den alten Karren. Danke. Eins noch. Tu ihr bitte nichts an. Wir haben hier schon von deinesgleichen gehört. Meinesgleichen, das heißt? Nun, die Hexenverbrenner. Hier waren schon Hexenjäger? Nein, aber wir haben von ihnen gehört. Als ich dich kommen sah, mit Schwert und allem, da war mir klar, dass die Geschichten wahr sind. Ich bin ein Hexer, kein Hexenjäger. Was? Ist das denn nicht dasselbe? Alter. Keine Sorge, ich werde eurer Hexe nichts tun. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sie ist noch nicht lange hier, aber sie ist unheimlich klug. Sogar was fürs Auge, wenn man auf schlanke Weiber steht. Danke für deine Hilfe. Leb wohl. Ohne Scheiß. Ich bin ein Hexer, kein Hexenjäger. Ist das nicht das Gleiche? Was stimmt mit dem nicht? Beim Teich soll ein großer Findling liegen. Da ist schon mal der Stein. Ja, auch Hinweise? Nö. Da ist der Felsbrunnen. Rechts, jetzt in den Wald. Rechts und weiter bis zum Wagen. Ich hab grad gesagt, Geralt. Mensch. Und jetzt. Moment. Alter. Gibst du Ruhe? Komm mal. Auch sehr effektiv. Einfach mal umschubsen und dann quasi niedermetzeln. Ist jetzt von der Animation auch nicht so brutal. Aber ich muss sagen, sehr effektiv. Der Wagen. Hier irgendwo muss die Hexenhütte sein. Ja, wo nur? Warte mal. Wo nur? Wo könnte denn hier... Ich würde sagen, ich frage mal die Demo da vorne. Hallo. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht!
Ja, ansturm hier bei der guten Frau. Sie hat schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Ich versuch's heute nochmal. Ist jemand zu Hause? Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Eine gewöhnliche Kerze. Alles gewöhnliche, kann das? Wo ist sie denn hin? Unten? Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Ein Pentagramm aus Kreide. Soll sie beschützen vor was? Brief an Alexander. Moment. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Da. Ne, Notizen eines Plünderers. Können wir auch nochmal lesen. Letzte Woche haben wir drei diesen riesigen Reisenden erwischt. Er sah aus wie einer dieser feigen Drecksäcke, die sich schon bei... Alter, habe ich vorhin überhaupt die Truhe da gemacht? Alter, wie behindert bin ich denn? Ich habe die Truhe... In der letzten Folge haben wir uns ein Lager. Was? Egal, wir lesen es trotzdem nochmal. Die sich schon bei deinem ersten Anblick in die Hose machen. Aber der Eindruck hat uns getäuscht. Der Bastard fuchtelte auf einmal mit einem Schwert herum, schlug mir ein Ohr ab und schlitzte Olafs Arsch auf. Er hat jetzt eine neue Ritze, nur dass sie quer verläuft. Dann zog er Iva mit dem Heft eins über die Stirn. Der arme Kerl ist noch immer nicht wieder ganz bei Sinn. Am Ende haben wir ihn natürlich erledigt. Niemand hat eine Chance, wenn er in der Unterzahl ist. Aber er hatte nur eine Handvoll Münzen in der Börse und einen Kupferring am Finger, mehr nicht. Der Überfall hat uns mehr gekostet als eingebracht. Der Heiler hat mehr gekostet, als dieser Hurensohn bei sich hatte. Danach sagte Olaf: Warum riskieren wir eigentlich unseren Hals bei Überfällen auf Reisende, wenn das Gold doch direkt unter unseren Füßen liegt? Ergraben mit den Toten? Eine Leiche kann sich nicht verteidigen. Also riskieren wir auch keine Verletzungen. Wir müssen nicht den ganzen Tag warten, bis endlich jemand vorbeikommt. Denn da liegen schon Dutzende von Toten in ihren Gräbern und warten auf uns. Jeder von ihnen markiert wie Gemüse auf dem Markt. Man kann natürlich auch zum Grabschänder werden, ist richtig. Alter, wie ich mich gerade hasse, Leute. Ich wollte trotzdem den Brief lesen. Jetzt hier mit drin. Oder ist der hier mit reingewandert irgendwo? Brief an Alexander. Ne, der ist irgendwo hier mit reingeflutscht. Och, Menno. Da. Liebling, ich schreibe dir, weil du dich bestimmt sorgst, dass ich noch zornig bin. Aber das ist dumm. Du weißt doch, dass ich nie lange böse sein kann. Ich verzeihe dir. Ist nur deine Geheimniskrämerei. Ist es denn so seltsam, dass ich mich für deine Seuchenforschung interessiere? Liebe es, dir beim Arbeiten im Turm zuzusehen. Bitte gönn mir doch wenigstens dieses kleine Vergnügen. Wenn du dich schon weigerst, die Resultate deiner Experimente mit mir zu besprechen. Wenn Serat dich morgen Abend nicht braucht, komm mich besuchen. Wir werden alles bei einem Glas Wein klären. Oder zweien. Oder mehr. Deine K. Hier hinten haben wir noch... Lalalala. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hallo. Hierhin ist sie also verschwunden. Aha. Einfach mal so. Gehen wir jetzt erst hier runter? Ich glaube, wir gehen erstmal runter, ne?
Wer weiß, was uns da drüben erwartet. Na. No. Andere Seite. So. Diablo, ich komme. So, so. Nett hier. Ja, sie hörsch. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich hätte doch den Weg nehmen sollen. Den hier. Ich hab mich schon gefragt. Sei gegrüßt, Hexer. Mhm. Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Das funktioniert ja. Dann ging ja schnell. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Voltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Mhm, da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Einer gewissen jungen Dame, was machst du in Velen? Hast du von der anderen Zauberin der Loge gehört? Mhm. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein, ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen. Bücher verbrennen. Wahrsager aufknüpfen. Kräuterkundler foltern. Warum Velen? Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht. Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Der Imperator hält die Magier an der kurzen Leine, aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und Emhyr unterscheiden sich in allem, außer in einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Und ich war ihr Mitglied. Okay, zurück zum Thema. Zu einem anderen Thema. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Jemand, der sich mit der Hexe vor Ort gestritten hat. Machen wir es erstmal, ne? Wollen wir nicht gleich mal alles verraten? Also Namen nennen wir ja sowieso keine. Angeblich hat sie sich mit einer Hexe vor Ort gestritten. Da hat ja jemand einen Bären aufgebunden. Die Mädchen hier würden es nie wagen, sich mit mir zu streiten. Sie ist nicht von hier. Du führst was im Schilde, Geralt. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir sagen, was los ist. Wen suchst du? Ciri. Ciri? Tja, dann verstehe ich die Geheimniskrämerei.
Ganz zu schweigen vom Grübeln und dem finsteren Ausdruck. Und du sagst, dass sie ein Problem mit einer Hexe hatte. Du hast sie also nicht gesehen? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer hat dich das gefragt oder was hat er sonst noch gefragt? Aber wer ist viel wichtiger, ne? Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Was? Was ist dein Preis heutzutage? Einige Dutzend Eier? Oder vielleicht drei Hennen? Mein Preis steigt mit jedem weiteren Wort. Bin mir nicht sicher, ob du die Informationen noch bezahlen kannst. Du bist noch reizbarer, als ich dich in Erinnerung hatte. Soll das Leben auf dem Land nicht erfrischend und beruhigend sein? Die Natur stinkt. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Stimmt aber nicht. Wenn wir nicht sofort aufbrechen, können wir aufbrechen. Warum sollten wir nicht sofort aufbrechen? Wir haben doch hier erstmal eine Runde haben wir gedreht. Vielleicht für diejenigen, die jetzt mal eine Runde drehen wollen, ne? Okay. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Na los! Vella Glan! So viel Zeit muss sein. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Wir wollen nichts liegen lassen. Na, Dimitrum, siehst du? Ich habe eine Befürchtung. Wir sollten hier noch gar nicht sein. Moment, wir haben eine neue Brust. Nein. 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 So eine Panzerhandschuhe sind schlechter als hier so ein paar Stoffhandschuhe. Okay, wir haben auch neu gefunden. Wollen wir nicht so sein. So, welches Level habt ihr denn? Ach, 4. Das kriegen wir hin. Ja.
Och. Alter. Kannst du mal abwarten, bis du dran bist? So. Ich muss jetzt erstmal meditieren. Okay, wir müssen offenbar... offenbar hier lang. Nehmen wir alles nochmal mit hier. Ist noch ein Vieh in Rot. Das heißt nicht das, was ich denke. Ich speichere mal kurz, ne? La. Level 4, ist okay. Ja. Natürlich, ich habe mein Schwert nicht mehr gezogen gehabt. Wie früher. Zack. Und zack. Da kommt noch einer. Das ist ja wieder so eine Giftscheiße auf dem Boden, ne? Bam. Blitz. Ach, die hatten gar nichts bei, die feinen Herrschaften. Okay. Will hier nicht durch. Eine Brühe hier. Lass mich raten, ist auf der anderen Seite gelandet. Keira? Hallo, darüber. Keira? Jetzt die ganze Zeit hier machen, oder? Ich will da irgendwie... Halte durch! Geralt, tu doch was! Sie krabbeln auf diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse... Ist das ihr Ernst? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung, aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Nehmen wir uns Angst, geht zurück, ich mach weiter. Ich muss wissen, was die Jagd hier macht. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mach ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Na gut, lass uns gehen. Na geht doch. Vella Glan. Dann ist... glaube ich nicht, aber egal. Oh, komm. Haben für so was keine Zeit.
Ui. Valvette, Larena Lunette. Das ist der Elf. Arrecht va, Gledif. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein Schwert. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich. Und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Ich dachte, du hättest es eilig. Eine Altitante, aber ich kann mit nichts machen. Ich sehe aber gerade, wir sind auch ein bisschen drüber. drüber. ja. Wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder weiter damit dabei. Weiterhin mit dabei. Ich wünsche noch einen schönen Tag, bedanke mich fürs Zusehen und fürs Einschalten und ciao. Tschüss.